Hallo und herzlich willkommen YouTube beim Killer Party und weiter geht's bei Let's Play FIFA 12 und zwar mit einem Heimspiel beim VfB Stuttgart. Beim VfB Stuttgart, dann wäre es ja ein Auswärtsspiel. Gegen den VfB Stuttgart so eher. VfB Stuttgart ist jetzt der Dritte, 3 Punkte vor uns. Ja, und Kader hier, Claudio Pizarro verletzt und deswegen tun wir Rosenberg rein. So. Partie spielen, komm, mach hin. Taski rot gespielt. Die letzten Ergebnisse des VfB auch nicht so überragend. Und Wiese hält. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon Waldmann und Frank Buschmann. Das sind zwei Mannschaften aus der Belle Etage der Liga und beide, so kennt man den Sieg, um den Gegner in die Schranken weisen und die eigene Position festigen. Wir wollen den Sieg, das ist eigentlich ganz klar. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus: Wir sind auf dem vierten Platz, Stuttgart Dritter, an 5 Stuttgart. Gegen wir sind ja Stuttgart der Fußballmanager 12, aber das zählt die heute nicht. So, Marin Junusovic, Rosenberg könnte flanken. Marin! Und dann ist er drinnen! Rosenberg! Viel Glück dabei! Viel Glück dabei! Wow! Ich sehe gerade bei Outer City, da überschlägt sich ja gerade meine Stimme, hä? Gut gemacht, Marin! Ulreich kann ihn abklatschen und dann ewig viel Glück! Wollte ihn ja schon fast noch rausschießen! Hier? Nein, passt. Ich renne einfach gegen den Pfosten. 8. Minute, 1:0. Für Werder Bremen. Und Rosenberg, den wir ja nur wegen der Verletzung von Pizarro ins Spiel, in die Mannschaft gebracht haben. Und da macht er heute gleich ein Tor. Aber jetzt Stuttgart durch über Kakao könnte jetzt flanken. Wartet noch ab. Spielt kurz mal mit der Abwehr. Okazaki wird nicht gefallen. Fall von Okazaki. Wie ist er jetzt mit dem Abschlag? Arnautovic dazwischen. Marin. Auf Hartherz. Und Junusovic probiert es mal, aber nichts. Kein Problem. Und jetzt Okazaki. Auf Heinal. Heinal gegen Hartherz. Kakao. Heinal. Aber Bremer Abwehr dazwischen. Und was ein Fehlpass von Sokrates. Jetzt Junusovic. Marin. Auf Arnautovic. Arnautovic, Rosenberg. Fritz. Hand.
Hand passt auf die Abwehr oder zur Abwehr. Igniewski. Musovic. Musovic. Und jetzt wieder VfB Stuttgart über Quist. Aber auch Fehlpass. Viele Fehlpässe hier in den letzten 30 Minuten. Arnautovic. Arnautovic, der könnte schießen. Aber da fehlt schon ein Stückchen. Und Ulreich kann jetzt abstoßen. Okazaki, der Panner. Toller Pass. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Was war das? Totale Chance. Ja, aber er trifft den Ball auch überhaupt nicht richtig. Also, das ist einfach keine gute Schusstechnik. Komisch. Marin. Arnautovic. Rosenberg. Hand. Rosenberg schickt Fritz. Fritz könnte verlangen. Macht er auch. Junusovic könnte schießen. Aber drüber. Drüber, drüber, drüber. Der Österreicher, aber da hat auch viel gefehlt. Jetzt Schulz. Quist. Okazaki. Wieder Okazaki. Fritz kann den Ball nicht abwehren. Und Wiese fasst ihn raus. Einwurf für den VfB. Aber Stuttgart verliert den Ball. Jetzt muss es schnell gehen. Und dann Halbzeit. 1:0 für den SV Werder Bremen. Und ich hoffe, bei euch leckt es nicht so, weil ich sehe gerade auf mein Aufnahmeprogramm, da leckt es brutal. Arnautovic. Marin. Ein klasse Tor! Und der geht sogar noch rein. Ich dachte, der geht vorbei. Aber Marin mit seinem ersten Tor heute. Ein klasse Tor. Aber der muss man das nochmal halten. Den muss Ulreich nochmal schon halten. 2:0. Ich glaube, ich erhöhe die Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, ich spiele auf Profi. Glaube ich. Ein wunderschönes Zuspiel. Das war doch ein bisschen zu leicht jetzt. Aber naja. Werder Bremen führt 2:0. Riesenchance durch Kakao, Riesenchance. Bremen Glück gehabt. Abseits. Abseits war auch deutlich abseits. Und jetzt Igniewski. Rosenberg. Hand. Hand wartet ab. Und jetzt Fritz könnte flanken, macht er auch. Aber zu schlecht die Flanke. Wieder keine gute Flanke. Kakao, aber jetzt nach Heinal, Kakao, wieder auf Heinal, gut, abgewehrt, aber Stuttgart bemüht sich, Marin jetzt wieder, Arnautovic, Rosenberg, Marin. Marin könnte es wieder probieren. Ja, das war nichts. Das war nichts, Marin. Das kannst du wesentlich besser. Nächstes Mal gibt es dann eine
Stufe schwieriger gegen den FC Bayern. Auch eine Schwierigkeitsstufe höher. Hand. Könnt ihr auf Marin. Macht er auch. Auf Rosenberg. Entschuldige. Marin steht hier, aber mit dem linken Fuß kann er nicht hätte reinflocken können. Oder müssen. Schüsse 9:3 für Bremen. Nach 71 gespielten Minuten. Rosenberg. Marin. Auf den jungen Hartherz. Hartherz. Pfosten, aber abseits. Und es war auch deutlich abseits. Und Kakao kommt raus. Und Schieber kommt rein. Geht raus. Nee, kommt raus. Junuzovic. Junuzovic. Macht es selbst, macht es selbst. Eine Gala von Bremen gegen den VfB Stuttgart. Eine Gala. Ich hoffe, das ist wirklich nicht zu laut, weil, aber das City überschlägt sich hier gerade komplett. Ah, ist egal. Aber 3:0, ob das dann nicht doch ein bisschen zu hoch ist. Aber Stuttgart noch über Heinal. Und ach, Natovic. Abseits, abseits. War aber gut gedacht, war aber sehr gut gedacht. Aber deutlich abseits. Und Hane kommt rein und Okazaki muss gehen. Herrlich, großes Kino. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Das hat richtig Spaß gemacht. Tollen, hochklassigen. Gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir. 20 Ballverluste der Stuttgarter. Hat das richtig Spaß gemacht. Auf Arnautovic. Aber Arnautovic, das kann ja wesentlich besser. Marin. Marin! Aber Ulreich. Ganz sicher. Ja, nach 90 Minuten steht es 3:0 und gleich schießt aber sogar Bremen noch eins. Rosenberg. Junuzovic, aber das war dann nichts.